Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Preisträger. Ich bin die Vertretung. Es wurde schon gesagt, ich vertrete Frank Schirmacher von der FAZ. Die Anfrage erreichte mich gestern. Deshalb ist es sicherlich so, dass ich mich nicht, wie es geboten gewesen wäre, so ausführlich mit dem Tun der Preisträger beschäftigen konnte. Aber ich hatte dennoch Zeit, einiges zu lesen, und das ist spannend genug. Also, ich war schon letztes Jahr da, habe hier mitdiskutiert. Da ging es um Wutbürger und Mutbürger in unserem demokratischen Gemeinwesen. Wir werden gleich im Zwischenruf möglicherweise noch mal etwas dazu hören. Aber die ganze Idee der aktiven Bürgerschaft liegt mir selbst am Herzen. Deshalb habe ich gerne zugesagt und auch deshalb zugesagt, liebe Wiesbadener, weil ich immerhin seit 2010 in Berlin, zuvor aber 8 Jahre in Wiesbaden gelebt habe. Also ich weiß ein bisschen, kann erspüren, wie es sich in dieser Stadt anfühlt, und vielleicht können Sie mich dann als Notnagel auch ertragen. Wiesbaden ist eine Stadt des Engagements, das steht fest, und daran hat die Wiesbaden-Stiftung einen großen Anteil. In, Sie haben es aufgelistet, 720 Vereinen und Organisationen engagieren sich Menschen ehrenamtlich, und um diesen Einsatz, dieses Engagement noch zu verbessern, die Menschen bei ihrem Tun nämlich zu qualifizieren und noch mehr dann im Anschluss auch noch zu vernetzen, dieser Aufgabe hat sich die Wiesbaden-Stiftung als Bürgerstiftung, dieser Aufgabe hat sie sich angenommen, und zwar mit ihrer Idee des Bürgerkollegs. Diese Idee gilt es hier heute nun auszuzeichnen. Ich freue mich, dass ich die Laudatio halten darf, und zwar in der Kategorie Mitbestimmen. Hinter dieser Idee verbirgt sich im Grunde so etwas, ja, davon ist in diesen Tagen auch immer wieder die Rede, wie eine Art Exzellenzinitiative, möchte ich es mal nennen. Es geht tatsächlich um Qualitätssteigerung, um exzellente Qualität. Das Bürgerkolleg hilft Freiwilligen, ihr Engagement qualifiziert auszuüben, indem es gezielte Schulungen anbietet, die, und das sei hervorzuheben, kostenlos sind. Lassen Sie mich vielleicht einfach 5 Gründe nennen, warum diese Idee des Bürgerkollegs so bestechend ist, warum sie preiswürdig ist, warum die Jury sie ausgewählt hat. Es mangelt ja häufig gar nicht an Freiwilligen, aber dann doch auch an Unsicherheiten, was denn spezifische Anforderungen an ein bestimmtes Ehrenamt angeht. Und es ist sicher jedem klar, Vereine, Stiftungen zu managen, das ist heutzutage eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie gewinnt man Ehrenamtliche? Wie betreibt man Fundraising? Wie kommuniziert man das Ganze richtig in der Öffentlichkeit? Das alles verlangt entsprechende Kenntnisse. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2. Das Angebot des Bürgerkollegs verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Vereins- und Stiftungsmanagement wird ja heutzutage eigentlich eher selten ganzheitlich angeboten. Da gibt es eher eine Verengung, da gibt es juristische Themen, steuerrechtliche Themen. Aber hier ist im Bürgerkolleg ein ganzheitlicher Ansatz, der verfolgt wird. Drittens, ein Nachteil, mit dem das Bürgerkolleg ebenfalls aufräumt. Vereins- und Stiftungsmanagement ist ja in der Regel spartenbezogen. Da sind die Sportvereine, die bleiben unter sich, die Kulturinitiativen, soziale Einrichtungen, Innovation und Weiterentwicklung. Das erfordert aber den Blick über den Tellerrand, der ohnehin nie schaden kann. Vernetzung. Das ist, was das Bürgerkolleg der Wiesbaden-Stiftung ebenfalls zum Ziel hat. Man muss dazu sagen, es ist auch eine Idee, die noch nicht fertig ausgebildet ist. Sie ist noch im Anschub. Die ersten wichtigen Schritte sind gemacht, und deshalb gilt dieser Preis auch sozusagen der Nachhaltigkeit und dem Ziel, dann sozusagen die ganze Idee noch zu entfalten. Viertens, damit dient das Bürgerkolleg dem Zweck, und darauf kommt es besonders an, wir haben es gerade schon gehört, bürgerschaftliches Engagement insgesamt zu stärken. Denn mehr als 80% des bürgerschaftlichen Engagements findet in Vereinen und Stiftungen statt. Sie geben dem Ganzen Stabilität und Verlässlichkeit. Gemeinnützige Organisationen zu stärken, ist also ein richtiger Weg, Bürgerengagement zu stärken. Schließlich fünftens, Weiterbildung ist notwendig, ist sinnvoll.
darf aber dann möglichst die Kosten nicht an den Kosten scheitern. Gute Weiterbildung kostet Geld und darf auch Geld kosten, um die Nachfrage zu steuern. Das Bürgerkolleg ist aber und schafft es, dank der Sponsoren derzeit kostenlose Angebote zu machen. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Sie bekamen den Rat, ihr müsst dafür Geld nehmen, sonst melden sich viele an und am Ende kommt keiner. Sie haben gute Erfahrungen mit dem kostenlosen Angebot gemacht. Ihre Kurse werden zahlreich besucht und die Teilnehmer nehmen sehr zuverlässig teil. 30 Seminare haben inzwischen stattgefunden mit insgesamt 500 Teilnehmern aus 80 Vereinen und man kann sagen, die Arbeit geht erst richtig los. Das alles, auch gerade die Überwindung bisheriger Defizite beim Punkt mit Bestimmen, hält die Jury mit Recht, und ich schließe mich da sehr gerne an, für preiswürdig. Ich freue mich natürlich persönlich, dass der Preis nach Wiesbaden geht. Vielleicht kann man sagen, man hat nicht nur einen Koffer in Berlin, manchmal hat man auch noch einen in Wiesbaden. Herzlichen Glückwunsch.